Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Schwarz Nuzlocke Challenge. Im letzten Part passierte Folgendes. Und zwar konnten wir endlich Orion City verlassen und uns weiter auf den Weg machen, um weitere Arenen herauszufordern und dann auch weitere Orden zu gewinnen. Nun haben wir Route 3 auch betreten und haben da den kleinen Kindergarten kennengelernt und die ganzen kleinen Kinder, gegen die wir kämpfen konnten. Und auch die Pokémon-Pension gesehen und... Oh, was ist das denn da oben? Da muss ich erstmal hin, Moment, bevor mir irgendwas entgegenkommt. In der Zeit erkläre ich mal, was hier gleich passieren wird. Und zwar ist haben wir auch noch gegen Scheren kämpfen dürfen beim letzten Mal und haben dann auch gewonnen. Tja, nun sieht es folgendermaßen aus. Und zwar ist bei diesem einen Mädchen, was wir rechts gesehen haben, das Pokémon gestohlen worden von Team Plasma-Rüpeln. Und wir müssen den ganzen hinterher. Der gute Scheren ist bereits hinterher gesprintet, aber ich möchte gerne jetzt auch ein Pokémon fangen auf dieser Route. Und das wird anscheinend das hier sein. Ein Ordoch. Okay, das ist übrigens ein ganz besonderes Pokémon, weil dieses Pokémon sehr viel KP hat. Und deswegen gibt es auch so viele Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst. Je mehr KP ein Pokémon hat, umso mehr Erfahrungspunkte gibt es auch. Und das... Wow. Das war echt wenig. Und ich habe immerhin seine Singlebeere verbrannt. Ihre meine ich. Sorry. Okay. Ich glaube, ich kämpfe mal anders. Ich weiß auch noch, dass ich das beste Pokémon... Ich weiß nicht, was es hier noch so auf der Route gibt. Wahrscheinlich wird mir das total beste Pokémon entgehen lassen. Aber ich weiß, Ordoch kann auf jeden Fall was. Gerade defensiv kann es einiges einstecken. Also warum nicht? Wobei, mittlerweile haben wir echt genug von diesen Pflanzen-Pokémon. Aber die können reinhauen. Alter Schwede. Vor allem, wenn die immer fünfmal treffen. Okay, knapp. Das waren jetzt 16 KP. Nicht schlecht. Muss man mal sagen. Ich mach mal den Tackle. Mal gucken. Ich bin immerhin schneller. Okay. Heuler. Das ist jetzt nicht gerade gut. Also Ordoch ist so ein Pokémon, was man auf jeden Fall in die Pension stecken könnte. Für irgendeinen Hintergrund vielleicht mal in Zukunft. Ha, was mache ich jetzt? Ich werde das Ding gerne schwächen. Zumindest in den gelben Bereich bringen. Und mal schauen, was ich dann machen kann. Und später sollten wir nochmal solchen Ordoch begegnen. Ich meine, die tauchen hauptsächlich in solchen Grasfeldern auf, die so komisch wackeln. Dann heißt es grundsätzlich, okay, da haben wir einen Ordoch zu finden, was uns viele Erfahrungspunkte gibt. Darauf können wir auf jeden Fall ansetzen. Und da ist der gelbe Bereich. Das heißt, die Chance, sich jetzt zu fangen, ist höher. Mal schauen, was so ein Pokémon ausmacht. Schauen wir mal. So. Ordoch, werde mein. So. Eins, zwei, drei und... Nicht dein Ernst. Ach, komm schon. Nicht an dem dritten Wackler. Das ist böse. Wisst ihr was? Ich greife noch einmal an. Ein Aquaknall wird es auf jeden Fall noch aushalten. Auch wenn es ein Crit wäre. Da kriegen wir hin. Jo. Im zweiten, wenn es ein Crit wäre, nicht. So wie ich das sehe jetzt. Das waren 6 Schaden. Alter Schwede. Oh, Moment. Okay, dreimal getroffen. Ich hatte gerade etwas Angst. Hat man vielleicht gerade gemerkt, das Ding macht echt Schaden. Moment, ich wechsle mal lieber aus. Aber ich kann nicht in Pyro wechseln. Die können ja alle nichts aushalten. Das kann ich eigentlich vergessen. Ich muss Benson heilen. So gut sind wir in der physischen Defensive nicht aufgestellt. Oh Mann. So, Benson, bitte einmal hochheilen auf dem Tafelwasser. Mehr als 20 KP, das war jetzt gerade wichtig. Und Heuler, okay. Kannst du ruhig machen. Ich greife eh nicht physisch an. Wäre an sich auch egal. Ich möchte dich jetzt gerne nämlich fangen, wenn es möglich wäre. Sei so gut, Pokéball. Und wirke! Zeig, was du kannst. Eins, zwei, drei und komm schon. Jawohl, endlich. Sehr schön. Und Ordoch wurde gefangen. Okay. Damit brauchen wir wieder auch einen Namen für dich, aber ich habe den perfekten Namen. Sehr schön. Ordoch, Gehör. Wer hätte das gedacht, dass du ein Gehör bist, wenn du ein Ohr im Namen hast? Berührt es jemanden mit den Fühlern an seinen Ohren, erfährt es durch den Herzschlag der Person, wie es ihr geht. Ach, das ist ja schön. Ich habe den perfekten Namen für dich, muss ich sagen. Gerade weil du auch weiblich bist. Und ich muss doch von der ganzen Arena-Leiter wegkommen. Denn ich werde sie ja nicht nur nach meiner Pokémon nicht nur nach Arena-Leiter benennen. Das wäre es ja noch. Ich benenne dich nach Joy, der Krankenschwester hier, die in jedem Pokémon-Spiel auftaucht. Auch wenn es sie hier auch in diesem Spiel gibt, natürlich. Aber du wirst Joy heißen, das passt einfach perfekt zu dir. Also warum nicht? So Joy, du bist damit im Team. Wunderbar. Herzlich willkommen und wir erhalten dafür einen Supertrank. Sehr schön. So, aber da wir das Pokémon wahrscheinlich nicht sicher im Kampf einsetzen werden, ich glaube, Yorkliff hätte als Normal-Pokémon einiges mehr machen können, werde ich dich in die Pension stecken. Ich glaube, so viel mehr kannst du nicht dazu lernen. Aber vielleicht kannst du mir irgendwann helfen. Ich weiß, Pokémon, die grundsätzlich keine Entwicklungsstufe haben, die sind am Anfang des Spiels noch recht stark, aber wir werden dann nach und nach immer schwächer, leider. Weil die Werte der Pokémon, die dann auf der letzten Stufe der Entwicklung sind, einfach stärker sind, grundsätzlich.
Und das ist halt entscheidend. Und gerade auch im Verlauf des Spiels. Und naja, es werden wir trotzdem hinkriegen. Auch wenn Ordo auch jetzt noch recht stark sein kann. In Zukunft wird es das leider nicht mehr sein, deswegen macht es, glaube ich, auch keinen Sinn zu trainieren. So, und ich wollte jetzt mal spaßhalber andersrum laufen, aber geht nicht. Ich bitte dich, Capco, nimm diesen Teamplatz mit das Pokémon wieder ab. Ja, mein Gott, ich wollte jetzt mal eine andere Route ausprobieren. Soll ja auch gehen. Ich hätte mich ja vielleicht mal heilen sollen. Oder? Naja, passt noch. Passt noch, passt noch. Was gibt's denn noch für Pokémon hier? Oh, die, ja, wunderbar, direkt die Antwort drauf. Wir haben hier ein Dusselgur. Das ist natürlich auch nice gewesen. Hätte ich mir vielleicht mal holen sollen. Denn so ein Flug-Pokémon ist schon echt praktisch, aber da gibt's bestimmt was Besseres als Navitaub. Bin ich mir sicher. Gut, ein Flug-Pokémon an sich ist immer wichtig, aber es gibt Besseres. Ja, und es möchte mir jetzt total auf die Nerven gehen. Nee, es sind sogar andere. Und sogar auf einem höheren Level. Aber egal. Anscheinend gibt es ja nicht allzu viel anderes. Aber das soll egal sein. Denn wir fangen heute noch mindestens ein anderes Pokémon. Hoffe ich zumindest. Zumindest haben wir die Chance zu einem weiteren Pokémon. Und zwar hier in dieser Höhle. Das ist immer die gleiche Route, ne? Ja, ist sie. Na? Die Kerle sind hier reingelaufen. Capco, du hast doch alle nötigen Vorbereitungen getroffen, oder? Jo. Dann lass uns mal hineingehen. Alles klar. Rein mit uns. Tadam. Erste Höhle und so. Oh, ganze Musik. Wir sind hier in der Grundwassersenke. Okay. Alles klar. Na, wie geht's aus? Capco, bei denen stößt man nur auf taube Ohren. Echt ein lästiger Haufen. Okay. Als ob ein solches Kind Pokémon adäquat behandeln könnte. Da können einem die Pokémon doch nur leid tun, oder nicht? Mit deinen Pokémon fällt es dich nicht anders. Gib sie uns. Ach was, wir nehmen sie uns einfach. Oh, ganz, ganz böse. Plasma teilen. Aber diesmal nicht einzeln, sondern, so wie ich das sehe, und auch einzeln, natürlich. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Doppelkampf, aber nee. Es sind zwei Einzelkämpfe, gut. Ich war aber gerade ganz nicht sicher, ob wir mit Sharon zusammenkämpfen. Das wäre natürlich auch ziemlich cool gewesen, aber nein. Wir kämpfen jetzt allein gegen die Snagelots, in der Hoffnung, dass das Ding nicht so viel Schaden machen wird bei uns. Wir sind sogar schneller, sehr schön. Bam, bam, balam. Wie viel macht das? Okay, damit habe ich gerechnet. Bis. Das könnte wehtun. Das waren jetzt ungefähr 8 KP. Ja, das geht noch klar. Dann nochmal ein Erschern. Ein Crit wäre jetzt übrigens schön. Ich will es jetzt nicht verschreien, aber... Ja, ich bin ein Meister der Crits, Leute. Ich bin so gut. Auf Ansage, sage ich nur. Pyro, ich mag dich. So funktioniert es hier, Leute. Meine Güte. So. Da möchte ich nochmal zeigen, was er noch so kann. Aber es bringt ihm jetzt nichts mehr. Das heißt, Nagelotz ist zum Tode verbrannt. Sorry. Und tschüss. So, das war's mit Nagelotz. Und wir sind Level 14. Sehr schön. So, wie sieht's aus hier? Schöne Wertboosts. So, plus 1 in der Verteidigung. Sehr, sehr schön. Oh je, ich verliere gegen ein Kind. Was für ein Schock. Nein, eher so was wie ein Burn. Ich hab dich ja nicht geschockt, ne? Feuer und so, ne? Wieso? Weshalb? Warum? Nein, diesen Witz bringe ich jetzt nicht. Wir sind im Recht. Wie können wir da verlieren? Gut gemacht, Capco. Los, gib uns jetzt das Pokémon zurück. Warte, du brauchst es nicht zurückzugeben. Oh, da gibt's noch zwei weitere. Es ist schon traurig. Wir werden uns nicht nur missverstanden, man stellt uns sich auch... Nee, man stellt sich uns auch noch in den Weg. Meine Güte, was sag ich da? Ihr zwei, ihr seid zu zweit. Und wir auch. Wir demonstrieren euch jetzt unseren Zusammenhalt. Ah, dann erkennt ihr schnell, dass wir im Recht sind. Da muss irgendwo ein Nest von denen sein. Ihr seid die zweite als Pokémon-Diebe und da mal lieber ganz still. Capco, wir zeigen es denen jetzt mal, dass man sich mit Sandkastenfreunden besser nicht anlegt. Ah, und jetzt? Jetzt? Doppelkampf und so? Schauen wir mal. Und jetzt ist es... Ja, ein Doppelkampf. Den habe ich eben schon gemeint. Sehr schön. Zusammen mit Scheren. Aber sollten wir hinkriegen. Zwei Nagelots. Okay, besser können sie anscheinend ja nicht angreifen. Ist aber kein Problem für uns. Oh, wie geil wir hier stehen, Leute. Oh, wie eine geile Pose drauf. Okay. Feuer und Pflanze. Ich bin gespannt. Wir setzen mal einen Eschern ein. Denn das trifft beide. Das ist das Schöne an so einem Doppelkampf hier. Mit einem Eschern. Bam! Brennt beide weg. So, wir machen mal den Anfang hier. Sehr schön. Und Rang. Wie viel Schaden macht das? Würde besser gehen, ne, mein Freund? Aber du hältst immerhin einiges aus. Aber die gehen beide auf dich. Das ist natürlich auch nicht schön. Egal, mit Pyro. In Zusammenrechnung machen wir am meisten Schaden mit dem Einäschern. Wenn wir beide Schadensquellen hier zusammenzählen. Vom einen Nagelotz und vom anderen. Da sind wir effektiver als Selbifoy. Und jetzt hältst du mal das andere angegriffen. Das hätte wahrscheinlich gereicht dann. Aber zumindest sind beide jetzt in der Range, dass wir beide mit einem Schlag killen können, so wie es aussieht. Das ist auch mal ziemlich nice, so wie ich das sehe hier. So, ja, ja, Verteidigung sinkt, ich weiß. So, einer schon. Und tschüss, ihr beiden. Oh ja, macht doch mal Geduld, ne? Immer zum Ende.
Was ist eine Angewohnheit von denen? Man fasst es ja nicht. So, brennt. Ah, toll. Überlebt eine noch, egal. Sepifolge ist auch noch dran. Und dann reicht das eben so. Toll. Ich wollte dich beides ziel zusammen besiegen. Geil. Hatte ich mir anders erhofft. Was soll's. Lang lebe Team Plasma, Mob L, habe ich verloren. Wie konnte Team Plasma bloß gegen so ein schreckliches Team verlieren? Tja, so schwach sind wir nur doch nicht, ne? Höhö. Na gut. Wir nehmen den törichten Menschen die Pokémon weg und befreien diese so von ihrem schrecklichen Joch. Echt ein lästiger Haufen. Was für einen Grund sie auch anführen mögen, die Leuten ihre Pokémon wegzunehmen. Also das geht gar nicht. Ihr Trainer, ihr bedeutet die Pokémon doch am meisten aus. Ach so, bedeutet. Ich habe bedeutet. Ich dachte schon, hä? Wieso sollten Trainer ihre Pokémon ausbeuten? Das ist doch Unsinn. Das Pokémon könnt ihr wieder haben, aber es kann einem nur leid tun unter eurer Tyrannei. Eines Tages werdet ihr eure eigene Dummheit erkennen. Okay, komischer Haufen. Die Trainer bringen das Beste in den Pokémon zum Vorschein. Die Pokémon vertrauen ihren Trainern und wachsen so über sich hinaus. Ich verstehe nicht, wieso einem die Pokémon leid tun sollten. Also, Capco, ich bringe ihr das Pokémon zurück. Und du bist du der strahlende Held, ne? Ja, ich sehe schon. Richtig so, mein Freund, richtig. Richtig, Mann. Oh, nee, das ist falsch. So, alle auf Level 14, alle Pokémon, die normalerweise kämpfen sollten. So, und jetzt will ich natürlich noch hier in der Grundwassersenke einen Pokémon fangen, denn das gilt ja auch noch als Gebiet. Ich will hier gerade, Stärke kann natürlich paralysieren, das ist ganz schön praktisch beim Pokémon fangen. Und da kann ich ja am meisten aushalten. Das könnt ihr beide in der Kombination, glaube ich, ne? Aber du hast nochmal KP. Ich setze mal lieber Benson nach vorne. Ich möchte ja ganz sicher das nächste Pokémon fangen können, bevor wir wieder irgendwelche Probleme haben mit irgendwas. So, mal schauen, was das hier so rumläuft. Ich glaube, ich habe eine Vermutung, was hier so ist. Und das Pokémon hätte ich auch ganz gerne, wo wir nämlich gerade bei Flug-Pokémon waren. Und da erscheint es vielleicht gleich. Wir werden sehen. Moment. Aber nein. Das meinte ich nicht. Ein Kiesling, was eigentlich gar keinen Sound macht, habe ich gerade gemerkt. Ah, leider ein Kiesling. Ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, es hat wahrscheinlich die Robustheit. Wir werden gleich sehen, wenn wir es gefangen haben. Ich werde es auf jeden Fall fangen. Aber... Oh, das macht echt gar keinen Schaden. Was machst du so? Au! Die machen hier einen richtig Damage. Was ist denn los mit dem? Moment, ich muss Norman reinwechseln. Weil der kann immer noch zumindest mit dem Step-Tackle am meisten Schaden machen. Ich möchte hier keinen Surf einsetzen. Das würde reichen wahrscheinlich. Au, 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 au. Lass mich in Ruhe hier. Die machen ja so früh so viel Schaden, ne? Ja, ja, ja. Ich sehe das schon. So, ich möchte aber jetzt auch ungern Pyro einsetzen. Ich weiß nicht, ob du schon eine Gesteinsattacke drauf hast. Nee, aber Sandwirbel. Oh, das ist ein ganz ekliges Viech. Blödes Ding. Der Kiesling ist recht, ja, wie soll ich sagen? Nicht robust halt. Es hat zwar die Robustheit, aber das heißt ja nichts. Du musst da trotzdem hart aufpassen. Das Ding ist trotzdem echt stark. Das Ding kann einiges. Aber ich würde jetzt an einer Attacke überleben, ne? Sollte ich eigentlich... Aber das ist echt blöd, ne? Ich mach mal Biss, vielleicht kann ich die Verteidigung senken. Das wär's ja noch. Nicht ganz, Sandwirbel. Oh Gott. So langsam hasse ich das Ding. Nicht cool, Kiesling, nicht cool. Oder kann ich dich jetzt vielleicht schon einfangen? Ich probier's einfach mal. Setz mir den Pokéball bei ein, mal gucken, ob wir Glück haben. So, Kiesling, sei mein. Bin schon gespannt, wie ich dich nennen möchte. Eins, zwei, drei und... Jawohl, sehr schön. Damit wurde Kiesling gefangen. Ja, das hat fast gepasst. Sehr schön. Wunderbar, das nächste Pokémon. Kiesling Erdmantel. Hat ein... Das macht doch einen Sound. Hat ein sechseckiges Ohr. Sein durch das Erdreich gepresster Körper steht Stahl in Sachen Härte nichts nach. Wow. Ein sechseckiges Ohr. Das ist das Innere. Das ist dieser schwarze Punkt, was wir vor uns sehen. Und es ist durch das Erdreich gepresst worden. Okay, interessant. Mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht wissen. So. Ein weibliches Gesteins-Pokémon. Da habe ich doch noch direkt einen Namen für dich. Auch eine Arena-Leiterin mit Gesteins-Pokémon. Ich glaube, die einzige Gesteins-Pokémon-Arena-Leiterin, meine ich. Die man vielleicht aus Höhen, aus Hoenn kennt. So spricht man es ja aus. Und zwar Felicia. Nach der wirst du jetzt benannt. Feli, Moment. Ja, das müsste passen dann. Ja, wunderbar. Bam, 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 bam. So wirst du geschrieben, ne? Jo, passt schon. Okay, Felicia ist dann mit dem Team. Die Frage ist, ob ich dich wirklich behalten werde. Das ist eine gute Frage eigentlich. Team 46, Raub gefunden. Schön, schön. Interessante Unlichtattacke. Warum nicht? Wäre, glaube ich, ganz praktisch einzusetzen gegen Urdoch. Weil die wiederum... Oh, Felicia hat auch ein Item, sehe ich gerade. Was hast du denn Schönes? Ein Ewigschein. Aha, okay. Moment, wir schauen uns mal ganz kurz deine Werte an. Hastig. Das war... Moment, sehen wir gleich. In die Hochverteidigung runter. Ja, toll.
Ihr seht schon Robustheit, das heißt, wir können auf jeden Fall, wenn wir bei vollem KP sind, einen Angriff sicher überleben. Das funktioniert seit der 5. Generation so. Nur das Wesen ist ziemlich bescheuert. Weil die Verteidigung ist eigentlich das Wichtigste bei Kiesling, nach dem Angriff. Und die Initiative ist eigentlich nutzlos. Ihr seht jetzt schon, wie langsam das Ding ist. Also das zu boosten ist nicht wichtig, dafür ist die Verteidigung umso wichtiger, die leider gesenkt wird. Schade, schade. Kein gutes Wesen. Definitiv nicht. So, bei dir ist es ja schon einiges besser. Naja, Verteidigung hoch, aber Angriff ist runter. Du sollst ja eh nicht kämpfen. Bei dir geht das ja noch. Du bist normal, das ist immer gut. Aber du hast auch immer das beste Wesen auf jeden Fall. Okay, wir bleiben erstmal so. Gibt's denn noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Außer noch weitere Pokémon. Kommt jetzt Fecknoll? Wahrscheinlich, ne? Nee. Noch ein Kiesling. Ich hätte sehr gerne das Fecknoll gehabt, was es hier noch gibt. Von Typ Flüg-Psycho. Ziemlich cool, muss ich sagen, dass es sowas hier gibt. Schon so für ein Spiel. So eine Kombination, die ich echt gerne gehabt im Team, tatsächlich. Okay, außer Surfer kann ich ihn jetzt einsetzen. Ja, mein Gott, jetzt kommen sie alle, ne? Ist richtig. Und das ist schon. Das hätte ich so gern gehabt, Leute. Ha, Level 13 sogar. Wie gerne hätte ich dieses Fleck noch gehabt? Es wäre in Zukunft echt gut gewesen, glaube ich. Muss ich echt sagen. Ich hätte bestimmt noch einen Namen für dich gefunden. Oh! Hier gibt es eine andere Art von Pokémon. Genauso wie Ordnung funktioniert, gibt es ja auch in Höhlen Pokémon, die sich hier durchbuddeln. Ich glaube aber nicht, dass es hier schon Rotomuff gibt, ne? Die gibt es noch nicht. Das würde mich wundern. Oh. Dann lässt er mich nicht fliehen. Das ist das erste Mal. Lass mich gehen! Meine Güte, hör auf mich durchzuschnüffeln hier. Dankeschön. Okay, auch solche Staubwolken können mal erscheinen. Entweder sind Items drin, what the fuck. Oder halt wieder Pokémon, die normalerweise nicht so erscheinen. Wisst ihr, jetzt haben die Effekte nur richtig Bock auf uns, ne? Seitdem sie uns entdeckt haben, auch schön. So, bitte lass mich gehen. So, dankeschön. So, bitte kein Pokémon mehr. Dankeschön. So, ich glaube, da rechts neben den Graslecken ist wahrscheinlich noch ein Item, ne? Moment. Und vor allem noch ein Trainer. Oh, hab ich gar nicht mal auf dem Schirm gehabt. Da lasse ich Benz mal vorne. Der macht das schon. Der kriegt das hin. So, mein Lieber. Lass uns mal kämpfen. Ich bin gespannt, was du drauf hast. So. Oh, dein Team macht aber einen sehr guten Eindruck. Zeig mir, wie du es trainiert hast. Mit viel Gefühl. Dann legen wir mal los. Was hast du denn Schönes? Du bist ein Züchter. Ja. Und die leben mit drei Pokémon. Nagelotz, okay. Da sie drei Pokémon hat, werden die aber nicht auf so einem hohen Level sein. 9. Okay, das ist ja gar nichts mehr. Das ist ja gar nichts. Bam, 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 bam. Mal gucken, überlebst du den Attacke? Ich glaube schon. Aber es wird locker Tour, glaube ich. Na, nicht ganz locker. Aber wird eng. Jetzt Max Damage oder ein Crit, das würde auf jeden Fall reichen. Denke ich mal, aber wir kriegen es nicht. Schade, schade. Na gut, spare ich mal ein paar AP. Und hau dich mal um. So, was hast du sonst noch so? Ich bin gespannt. Wahrscheinlich Nagelotz. Die Jorklef, okay. Siehst du normal Pokémon? Da muss ich jetzt sogar mal ein bisschen aufpassen hier. Bei meiner Range. Der Jorklef ist um einiges gefährlicher als Nagelotz, wie ich finde. So, hält um einiges mehr aus. Und wow, ich wollte gerade sagen, es muss ein Crit sein. Das war kein Stab. Und macht trotzdem so viel Schaden. Wir werden wahrscheinlich auch bald die erste Entwicklung hier sehen. Sollte wahrscheinlich Benson sein. Ich glaube nicht, dass die anderen sich vorher entwickeln können. Ich habe nämlich nicht auf die Levelstufe geguckt, wann die sich entwickeln könnten. Deswegen, es wird wahrscheinlich Benson sein. Auf Level 16 meine ich, der sich dann noch entwickeln wird. Und dann haben wir endlich die erste Entwicklung hier im Team. Sehr, sehr schön. So, noch ein bisschen. Ja, ist ja gut. So, und Aquaknarre sollte reichen. So. Was ist dein drittes Pokémon? Wahrscheinlich noch ein Normal-Pokémon, oder? Oder kommt jetzt Fililu? Düsselgur, noch ein Normal-Pokémon. Ich hab's gewusst. Und das ist ja von Normalflug. Vom Typen her. Ja, ja, ja. Ich hätte mich vielleicht nochmal heilen sollen. Windstoß. Oh, Step. Und speziell. Oh, das war gar nichts. Das ist ein 4 KP, ne? Der witzlos, okay. Ich werde mich trotzdem heilen. Vielleicht wollen die mich ja nur in Sicherheit wiegen. Man weiß ja nie. Das haben einige Trainer so an sich. Man weiß nicht warum, aber es ist so. Ich finde es schade. Wir hatten heute zwei Chancen auf Flug-Pokémon und haben keine nutzen können. Haben entweder Ordoch gekriegt oder Kiesling. Wobei Ordoch war gewollt. Muss ich sagen. Aber das, was soll's. Und ich habe irgendwie keins dieser Pokémon zuhitten richtig, ne? Irgendwie überleben die das alle. Ist ja der Wahnsinn. So. Ackerknarre bitte und tschüss, Düsseldorf. So, das dazu. Sehr, sehr schön. Fast Level 15. Wunderbar. Verstehe, du trainierst es also, indem ihr zusammen auf Reisen geht. Das habe ich nie gesagt. Woher will sie das wissen? So. Ach ja, stimmt. Die Ranger haben immer irgendwie was Besonderes an sich in diesem Spiel hier. Moment. Hier, gib dies deinen Pokémon, das du besonders wertschätzt. Und zwar eine Singlebeere.
Haben meistens wissen es nicht nur Züchter an sich, dass sie immer ein Item schenken, sobald wir sie besiegen, sondern auch Ranger, meine ich. Oder? Ich glaube schon. Wenn man mit einem Pokémon durch dick und dünn geht, wird es eine ganz natürliche Beziehung zu dir aufbauen und dich genau verstehen. Das mag auch sein. Was haben wir hier? Noch ein Schutz. Ja, warum nicht? Okay. Da würde ich sagen, Leute, das war's von mir aus, hier mit diesem Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann schauen wir zu, wie Sheeran heldenhafterweise das Pokémon zurückgibt bei diesem kleinen Mädchen. Und dann geht's auch schon weiter mit unserer Reise Richtung neue Arena. Bis dann und auf Wiedersehen!